Ich frage mich wirklich, was Fans von Valkyrie Profile bei der Ankündigung des Reboots, spirituellen Nachfolgers, Valkyrie Elysium gefühlt haben. Waren sie froh, dass die Reihe endlich zurückkehrt, in welcher Form auch immer? Oder enttäuscht, dass sie in ein Action-RPG verwandelt wurde, wie es halt immer mal wieder gerne passiert? Ich könnte beides total nachvollziehen, gerade als jemand, der rundenbasierte JRPGs liebt, aber sich auch vorstellen kann, dass auch hier zumindest eine gewisse Essenz des Ursprungsspiels erhalten bleiben kann, abseits vom Kampfsystem eben. Valkyrie Elysium könnte auch in dieser Form eine Erfahrung bieten, die sich ganz distinkt nach Valkyrie Profile anfühlt. Ich habe Valkyrie Profile erst Anfang des Monats ganz explizit als Vorbereitung auf dieses Video hier nachgeholt. Zugegebenermaßen nicht ganz durch und bei weitem nicht alle Mechaniken verstanden, aber zumindest rund 25 Stunden habe ich mit dem Erstling von 1999 verbracht, beziehungsweise, um genau zu sein, mit dem Mobile Port Valkyrie Profile Lenneth. Aber so oder so hat die Zeit, die ich mit dem Spiel verbracht habe, gereicht, um zu erkennen, dass es eines der einzigartigsten JRPGs ist, die ich je gespielt habe. Vielleicht sogar eines der weirdesten Spiele allgemein. Eins, was heutzutage auf jeden Fall niemals das Licht der Welt erblicken würde. Und ja, das Kampfsystem ist definitiv ein essentieller Teil dieser Einzigartigkeit. Man steht mit einer klassischen Viererparty den Gegnern gegenüber, mit welchen man abwechselnd am Zug ist. Statt allerdings die Angriffe jedes Charakters aus einem Menü zu wählen, ist jeder Charakter auf einen der vier Face-Buttons gemappt. Drückt man die entsprechende Taste, greift also eben jener Charakter an. Solange man am Zug ist, spielt sich das Spiel also eigentlich schon eher wie ein Actionspiel. Man entscheidet, welcher wann angreift, wobei vor allem das Timing der einzelnen Angriffe in Relation zueinander relevant ist. So kann man beispielsweise Gegner in die Luft schleudern und dort weiter angreifen, was dafür sorgt, dass man Kristalle erhält, welche sich am Ende des Kampfes auf den Erfahrungspunkte-Multiplikator auswirken. In Valkyrie Elysium steuert man jetzt nur noch die Valkyrie selbst direkt, während die Einherja, so heißen die anderen, ich sag später noch was zur Story, von richtigen Partymitgliedern zu Summons degradiert wurden. Hält man R1 gedrückt, ploppt eine Raute mit den aktuell ausgerüsteten Einherja auf. Aktuell ausgerüstet ist auch eine großartige Formulierung. Ich komme später darauf zurück. Sodass man sie ähnlich zu Profile mit den entsprechenden Face-Buttons herbeirufen kann. Das hört sich erstmal eher wie eine nebensächliche Unterstützung an, ist aber tatsächlich der Kern des Gameplays. Jeder Einherja verfügt über ein bestimmtes Element, jeder Gegner über eine elementare Schwäche, die direkt über dessen Kopf angezeigt wird. Ruft man einen Einherja, greift er nicht nur für einen mit eben diesem Element an, sondern verstärkt auch die eigenen Zauber des entsprechenden Typs und verwandelt die physischen Angriffe in Elementarangriffe. Im späteren Spielverlauf ist es also immer relevanter, für jeden Feind den richtigen Einherja zu rufen, um maximalen Schaden anzurichten. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Ein weiterer Teil des Kampfsystems, den ich richtig cool fand, war, dass der Fokus auf das in die Luft schleudern von Gegnern beibehalten wurde. So bekommt man in diesem Spiel nun besonders viele Upgrade-Materialien, wenn man Feinde in der Luft angreift. Besonders spaßig daran ist die sogenannte Seelenkette, mit der man sich jederzeit an Gegner heranziehen kann. Sobald man das einmal raus hat, stehen die Kämpfe zu großen Teilen nur noch daraus, von Gegner zu fliegen, während man sie durch die Luft prügelt. Und das ist einfach unglaublich unterhaltsam, gerade weil es einfach cool aussieht. Selbst wenn man so schlecht in Videospielen ist wie ich. Zugegebenermaßen, es ist nicht sonderlich anspruchsvoll. So, ich habe gerade Upgrade-Materialien angesprochen. Was kann man denn eigentlich upgraden? Zum einen Waffen. Davon gibt es relativ wenige, was aber den Vorteil hat, dass jede davon über ein eigenes Moveset verfügt, das sich auch erst durch das Upgraden vervollständigt. Naja, ist eigentlich cool, aber dann doch wieder schade, da das einfach dafür gesorgt hat, dass ich das ganze Spiel über dann doch nur mit zwei Waffen so wirklich gespielt habe, da ich sonst erstmal Ressourcen zum Upgraden der anderen hätte sammeln müssen. Danke, unnötige RPG-Mechaniken. Denn das ist dann auch schon so ziemlich die einzige Entscheidung, die man so wirklich treffen muss. Abseits davon gibt es noch drei komplett lineare Skilltrees, die man aber eigentlich einfach immer bis zum aktuellen Stand der Story ausmaximieren kann, ohne weiter darüber nachzudenken. Einherja kann man gar nicht mehr manuell aufwerten, sie werden am Ende jeder Mission automatisch stärker, basierend darauf, wie oft man sie beschworen hat. Verglichen mit den Möglichkeiten, die man im Profile hatte, ist das nichts. Es sind Alibi-RPG-Mechaniken, die bloß dafür sorgen, dass das Spiel schlechter gebalanced ist
und die mich davon abhalten, frei mit den verschiedenen Waffen zu experimentieren. Sie sind da, um Valkyrie Profile Fans zu zeigen, dass das Spiel immer noch ein RPG ist. Obwohl es das halt eigentlich nicht wirklich ist. Das letzte große Gameplay-Standbein von Valkyrie Profile war die Erkundung der Dungeons. Wunderschöne, vielschichtige 2D-Umgebungen, die teils wirklich kompliziert zu navigieren waren. Als besonderes Feature konnte man jederzeit mit Kristallen schießen, um alles Mögliche zu machen. Man konnte sie an Wände schießen, um sie einen Weg nach oben zu bauen, Gegner kristallisieren, um ihnen aus dem Weg zu gehen, oder Laser umlenken, um Rätsel zu lösen. Nun, diese Kristalle gibt es nicht mehr. Trotzdem hat mich die Demo insgesamt positiv überrascht, was die Erkundung angeht. Ja, das Gebiet des ersten Kapitels war eigentlich nur ein linear zu traversierendes Level. Trotzdem gab es die ein oder andere Abkürzung freizuschalten und die ganzen Hohlblüten zu finden, eine Reihe von Collectibles, die kleine Story-Fragmente beinhalten, hat mich wirklich dazu motiviert, ein paar abgelegenere Orte abzusuchen. In einem kleinen Stadtgebiet, später im Level, kann man sogar einfach über die ganzen Dächer der Gebäude klettern, wenn einem danach ist. Das fand ich überraschend cool umgesetzt und ich ging einfach mal davon aus, dass spätere Kapitel dann noch komplexere Gebiete umfassen würden. Auf den ersten Blick zeigen die Karten von eben diesen dann auch Umgebungen, die genau das versprechen. Aber einhalten tun sie das nicht. Man wird dazu gezwungen, einem noch vielen Jahren Pfad durch die Level zu folgen, wird teils sogar von unsichtbaren Wänden davon abgehalten zurückzugehen, was im ersten Kapitel nie passiert ist, und klettern? Auf Dächer? Ich komme nicht mal an dieser fucking Wurzel vorbei, woran denkt ihr bitte? Die teils wirklich schönen designten Areale verkommen zu reinen Schauplätzen für die ständigen Encounter mit den immer gleichen Gegnern. Ich hatte wie gesagt richtig viel Spaß mit den Kämpfen. Aber brauche ich deswegen alle 5 Meter eine Arena mit einer weiteren Ansammlung derselben 10 Gegnertypen? Wie kann es sein, dass es das Spiel von 1999 ist, in dem ich so gut wie jeden Encounter umgehen kann, wenn ich möchte, und das Spiel von 2022, in dem die eh schon knappe Spielzeit noch von ständigen Standardkämpfen gestreckt werden muss? Das sage ich jetzt alles im Nachhinein, aber ganz ehrlich gesagt hat es ziemlich lange gebraucht, bis sich meine Gefühle diesem Spiel gegenüber in diese Richtung entwickelt haben. Eine lange Zeit über hat mich all das, was ich jetzt kritisiere, überhaupt nicht gestört. Die veraltete Technik, das Ruckeln der PS4-Version, wenn so viele Effekte gleichzeitig auf dem Bildschirm sind, das ständige eingesperrt werden in kleinen Arenen, gefüllt mit den immer gleichen Gegnern, all das hat lange Zeit ein gewisses nostalgisches Gefühl bei mir ausgelöst. Eines, was sich direkt auf das zurückführen lässt, was ich bei der Ankündigung von Valkyrie Elysium gefühlt habe. Hier ist es aber Drakengard 4. Auch vom Budget her sieht es eher nach Drakengard 4 aus. Es könnte auch einfach ein neues Drakengard sein. Sowohl Struktur als auch das gesamte Gameplay fühlen sich viel weniger wie Valkyrie Profile an als eine direkte Fortsetzung von Drakengard 3. So wie Drakengard 2 ein in vielen Bereichen leicht verbessertes Drakengard 1 ist, bloß ohne den ganzen Eiji Yokotaro-Shit, der das Spiel überhaupt erst spielenswert gemacht hat, ist Valkyrie Elysium ein in vielen Bereichen verbessertes Drakengard 3. Bloß ohne den ganzen Eiji Yokotaro-Shit, der das Spiel überhaupt erst spielenswert gemacht hat. An einigen Punkten habe ich einfach dagestanden, in die Umgebung geblickt und gedacht, das könnte auch einfach ein Drakengard 3 Remake sein. Und ich glaube, dieser Gedanke hat dieses Spiel für mich viel mehr getragen als alles andere. Aber je mehr ich über diesen Vergleich nachgedacht habe, desto mehr ist mir klar geworden, dass das hier kein Drakengard-Reboot ist. Das hier ist ein Valkyrie-Profile-Reboot und damit hat das Gameplay eigentlich gar nichts mehr zu tun. Aber die Story auch nicht. Dann ist es jetzt wohl Zeit, über die Story zu reden. Mit dem Gameplay hatte ich, wie gesagt, noch wirklich viel Spaß, trotz der ganzen Aspekte, die ich gerade kritisiert habe. Die Story hat mich ganz ehrlich gesagt nur noch traurig gemacht. In Valkyrie Profile geht es ganz grob darum, dass Odin die Walküre losschickt, um Seelen von Verstorbenen zu sammeln, die sich eignen, um als Krieger an ihre Seite zu treten. Als eine Herja. Diese sollen dann zu Odin entsandt werden, um ihm dabei zu helfen, die Welt vor Ragnarok, dem Untergang der Welt, zu bewahren. Wie diese erstmal simpel anmutende Geschichte dann erzählt wird, ist der wahrscheinlich einzigartigste und ambitionierteste Aspekt von Valkyrie Profile. Das gesamte Spiel ist in 8 Kapitel eingeteilt, was einem auch von Anfang an klar kommuniziert wird.
In jedem dieser Kapitel hat man eine bestimmte Anzahl von Zeitslots zur Verfügung, in denen man von der Weltkarte aus zu verschiedenen Orten reisen kann. Darunter fallen sowohl Dungeons, in denen man leveln und Ausrüstung sammeln kann, als auch Städte, in denen der Großteil der Geschichte erzählt wird. Und Gott, haben diese Städte auch schon so eine Atmosphäre, wie man sie in JRPGs nicht oft erlebt. Die NPCs haben zwar keine allzu umfangreichen Dialoge zu bieten, aber selbst die wenigen Sätze, die sie von sich geben, reichen, um die absolute Hoffnungslosigkeit der Welt und aller Menschen in ihr zu verankern. Aber viel wichtiger als NPC-Dialoge sind die Szenen, die man zu Gesicht bekommt, wenn man einen neuen Einherjahr rekrutiert. Diese zeigen immer wieder aufs Neue die Momente, die letztendlich zum Tod des jeweiligen Charakters geführt haben. Obwohl diese Sequenzen meist nicht sonderlich lang andauern, schaffen sie es doch immer wieder erstaunlich, abwechslungsreiche Schicksale zu präsentieren. Und das für über 20 verschiedene Charaktere. Das wäre so schon ganz nett. Wirklich faszinierend wurde es für mich dann, als ich immer mehr kleine Verbindungen zwischen einzelnen der Einherjahr bemerkt habe. Wobei nach und nach auch kleine Details zur Welt und der Haupthandlung rund um die Walküre und Odin eingestreut werden. So erzählt das Spiel fast seine gesamte Geschichte. Über kleine Fragmente von einem riesigen Haufen von Charakteren, die mal mehr und mal weniger stark zusammenhängen. Und dabei ist im Prinzip alles davon irgendwie optional. Man bekommt nicht gesagt, welche Dungeons man erkunden und welche Städte man besuchen soll. Vieles kann ziemlich leicht verpasst werden und das wahre Ende ohne Guide zu erreichen ist eine mehr als kryptische Herausforderung. Dass Valkyrie Elysium niemals einer so unkonventionellen Struktur folgen würde, war mir von Anfang an klar. Aber vielleicht könnte es ja zumindest eine ähnliche Atmosphäre aufbauen oder die Schicksale der Einherjahr anderweitig präsentieren. Und naja, das versucht es wohl. Valkyrie Elysium beginnt an sich mit der exakt gleichen Prämisse. Die Walküre wird von Odin entsandt, um Seelen zu sammeln und ihn beim Aufhalten von Ragnarok zu unterstützen. Soweit, so gut, dachte sich das Spiel auch und erzählt die nächsten 2 Stunden über einfach gar nichts mehr. Abseits von den einführenden Cutscenes, die einem den groben Rahmen von nordischer Mythologie geben, gibt es bis zum Ende des ersten Kapitels genau ein Gespräch. Und das ist das hier. Is that? A human. What are you doing here? No matter. I mustn't be distracted. Ich weiß nicht mal, warum diese Cutscene existiert. Was soll die einem sagen, dass es in diesem Spiel Charaktere gibt? Das ist einfach ein Dude, der ein paar Kapitel später als ganz normaler Charakter eingeführt wird. Dass wir ihn vorher schon mal gesehen haben, wird überhaupt nicht mehr aufgegriffen und hat auch keine weitere Relevanz. Warum wird er foreshadowed? Kann man das überhaupt foreshadowed nennen? Und oh boy, ich möchte euch ja nicht spoilern, aber ich muss ein bisschen über diesen Charakter reden. Erstmal hat er es mir so richtig deutlich gemacht, wie wenige Charaktere dieses Spiel eigentlich hat. Es gibt Odin und die Walküre, es gibt die Einherjahr, zu denen kommen wir gleich auch noch, es gibt 2 Antagonisten und es gibt ihn. Das ist alles. Und dieser Charakter ist einfach zu 100% eine recycelte Storyline aus Valkyrie Profile, nur in 1000-mal weniger interessant. Wenn ihr Profile kennt und dieses Spiel spielt, werdet ihr sehen, was ich meine. Es ist absurd, dass sie das gemacht haben. Und macht es noch deutlicher, wie wenige Ideen eigentlich in dieser Geschichte stecken. Im ersten Kapitel passiert also quasi gar nichts, bis wir dann auf unseren ersten Einherjahr treffen. Sobald wir diese nämlich nach und nach einsammeln, gibt es auch entsprechend immer mehr kleine Story-Dialoge, in denen sie sich mit der Walküre über ihr gemeinsames Vorhaben unterhalten. Der Kontrast zwischen dem ersten Kapitel und allem, was danach kommt, ist so groß, dass ich dem Spiel fast zutrauen möchte, dass das Absicht war. Dass uns die textliche Leere des ersten Abschnitts zeigen soll, dass sich die Walküre nur für ihren Auftrag interessiert und keine weiteren Gedanken hat, die sie mit uns teilen könnte. Dass sie erst durch das Kennenlernen der verschiedenen Einherjahr nach und nach menschlichere Züge annimmt. Das würde sich auch mit der Implementation von optionalen Dialogen während der Missionen denken. Statt dass die Charaktere nämlich einfach zwischendurch während des Spielens miteinander reden, gibt es Idle-Dialoge. Nur wenn man lange genug an einer Stelle steht, ohne eine Eingabe zu tätigen, fangen je nach Mission unterschiedliche Gespräche zwischen den Einherjahr an.
die auch wieder abgebrochen werden, wenn man in einen Kampf gerät. Und da die alle 5 Meter auf einen warten, hat man eigentlich keine andere Wahl, als einfach 1 bis 2 Minuten stehen zu bleiben, bis das Gespräch wieder vorbei ist. Das ist so interessant, weil es am Ende jedes Abschnitts ein Rating gibt, welches zum Großteil davon abhängt, wie lange man gebraucht hat. Das heißt, sich zwischendurch hinzustellen, um sich die optionale Story anzuhören, bestraft dich mit einem schlechteren Rating. Sich die Zeit zu nehmen, um die Umgebung zu erkunden und die Hohlblüten zu sammeln, die die Gedanken von verstorbenen Seelen beinhalten, bestraft dich mit einem schlechteren Rating. Sich für die Gefühle der ehemaligen Menschen zu interessieren, bestraft dich mit einem schlechteren Rating. So betrachtet finde ich das eigentlich ziemlich cool, aber ich bezweifle, dass es tatsächlich so gut durchdacht wurde und die Entwickler nicht einfach nur nicht wussten, worauf das Rating sonst noch basieren könnte. Aber gut, ich habe jetzt davon erzählt, wie die Einherja und die Valkyrie so miteinander interagieren. Was ist denn mit ihren Backstories? Über 20 tragische Schicksale, über die Profa den Großteil seiner Geschichte erzählt hat. Wie hat Elysium das umgesetzt? Also erstmal, ich habe es ja bereits angedeutet, dass ich aktuell ausgerüstete Einherja für eine ziemlich lustige Formulierung halte. Wenn man erst Einherja erhält, bekommt man nämlich von einem Tutorial erklärt, wo man diese ausrüsten kann und dass man jederzeit bis zu 4 gleichzeitig ausrüsten kann, die man dann nach Belieben über die entsprechenden Face-Buttons rufen kann. Dieses Menü gibt es wirklich. Das impliziert natürlich, dass das erst relevant wird, sobald man, mehr als 4 Einherja hat. So man sich dann aussuchen kann, welche man gerade aktiv dabei haben möchte und welche nicht. Das Ding ist bloß, es gibt nur 4 Einherja. Warum gibt es dieses Menü? Sollte es mal mehr geben? Wurde der Rest gestrichen? Ihre jeweiligen Hintergrundgeschichten werden in der Hauptgeschichte auch nur noch angerissen, während man sich ihre eigentliche Vergangenheit über optionale Hörspiele im Menü anhören kann. Und hey, um es positiv auszudrücken, diese Hörgeschichten sind der interessanteste Teil der Story dieses Spiels. Aber mehr halt auch nicht. Es ist eine Sache, dass beim Budget gespart wurde und man deswegen die Schicksale der Einherja nicht mehr über richtige Cutscenes darstellen konnte. Ist schade, aber könnte ich vielleicht trotzdem noch drüber hinwegsehen. Allerdings sind es halt nur 4 im Gegensatz zu über 20 in Profile. Und trotzdem schaffen sie es weder, irgendwelche Verbindungen untereinander zu haben, noch zur Hauptstory. Es sind einfach nur kleine, optionale Hintergrundgeschichten, die man sich anhören kann, wenn einem halt danach ist. Sie tragen nichts mehr zum eigentlichen Storytelling der Hauptgeschichte bei. Jetzt habe ich ja auch schon fast über alle Charaktere geredet. Erwähne ich eben noch unsere direkte Gegenspielerin, die Valkyrie Hilde, die immer wieder auftaucht, um ein bisschen gegen uns zu kämpfen und dann abzuhauen, wie man das so kennt. Ganz ehrlich gesagt, kann ich gar nicht so viel über sie sagen. Sie ist kein wirklich interessanter Charakter. Das Problem ist, dass das wahrscheinlich Absicht ist. Und zwar nicht auf die coole Art und Weise, bei der ich jetzt irgendwas Deepes da reininterpretieren könnte, sondern auf die Art und Weise, dass das Spiel parallel zum Steam-Release im November ein gratis Update bekommen soll, in dem man dann die Story von Hilde aus ihrer Perspektive spielen kann. Mit anderen Worten, so richtig abschließend kann ich die eigentliche Hauptstory noch gar nicht bewerten. Ich kann nur sagen, dass alles, was wir jetzt haben, eine Sammlung von Ideen aus Profile ist, die in weniger interessanter Form wiederverwertet wurden. Ohne dass wirklich darüber nachgedacht wurde, warum Fans diese ursprünglich einmal geliebt haben. Was bleibt, ist also ein Spiel mit einem ziemlich spaßigen Kampfsystem. So spaßig, wie das auch sein mag, ist es aber nicht so, als gäbe es nicht haufenweise reine Actionspiele mit besseren Kampfsystemen. Was Valkyrie Elysium von diesen hätte abheben können, wäre die Atmosphäre gewesen, die Erkundung, die Geschichte, eine einzigartige Erzählstruktur. Aber davon ist halt nichts mehr übrig geblieben. Für wen ist dieses Spiel also gemacht? Fans von Actionspielen haben bessere Alternativen. Fans von Valkyrie Profile finden ihr abseits der groben Rahmenhandlung überhaupt nichts mehr, was es noch mit dem Ursprungsspiel verbindet. Es ist einfach ganz nett. Und es geht ja auch nur 12 Stunden, wenn man sich rein an die Hauptstory hält. Rund 20, wenn man dann noch Sidequests und die anderen Enden mitnehmen möchte, um die ganze Story zu erleben. Auch wenn sich das halt nur mäßig lohnt. Also, ja. Wisst ihr, was am 22. Dezember rauskommt?
der PS4 und PS5 Port von Valkyrie Profile. Vielleicht wartet ihr lieber einfach darauf, wenn irgendwas von dem, was ich über das Spiel erzählt habe, für euch interessant klang und ihr das noch nicht gespielt habt. Es ist weird und kryptisch as fuck und wie gesagt, ich kann nicht behaupten, dass ich das Spiel komplett verstanden habe und ich weiß nicht, ob ihr es verstehen werdet, wenn ihr es ausprobiert, aber es ist, wie gesagt, zumindest interessant und es hat richtig viel Seele und Identität. Es hatte eine Vision, die umgesetzt werden wollte. Ich frage mich wirklich, ob irgendjemand dieses Spiel entwickeln wollte. Und wenn ja, warum? Naja, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses Video konnte euch irgendetwas mitgeben. Lasst mir immer gerne einen Kommentar da. Gerne auch mit eurer Meinung zum Spiel oder zu beiden Spielen oder zu einem der beiden Spiele. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald bei irgendeinem anderen Video wieder. Bis dahin. Ciao.